Guten Abend für euch alle. Nach der gestrigen chinesischen Legende, aufgeschrieben von Marsha Kaleko, hat mir eine liebe Freundin erzählt, dass dies eine wirklich sehr, sehr alte chinesische Legende ist, beziehungsweise ein sehr, sehr altes chinesisches Sprichwort, das eben besagt, dass aus jedem Ereignis etwas Positives und oder Negatives entstehen kann, wir das aber nicht wissen, vor allen Dingen nicht vorschnell erahnen können. Das ist ja das, was der Alte uns zu verstehen gibt. Und daran anknüpfend möchte ich von Lao Tse, von dem berühmten chinesischen Philosophen, Schriftsteller, Denker, von dem es so gut wie nichts aus seinem Leben zu erfahren gibt, weil es schon so lange her ist, der aber mit seinen Weisheiten, aufgeschrieben in dem Buch Tao Te Ching, uns ganz viel Weisheiten eben hinterlassen hat. Unter anderem die Nummer 27, die Nummer 33, die habe ich schon mal vorgelesen. Heute gibt es die Nummer 27, anknüpfend an diese chinesische Legende von gestern. Lao Tse. Gut geht, wer ohne Spuren geht. Gut redet, wer ohne Schnitzer redet. Gut rechnet, wer ohne Stäbchen rechnet. Gut schließt, wer ohne Schloss doch unaufschließbar schließt. Gut knüpft, wer ohne Strick doch unaufknüpfbar knüpft. So bewahrt der Weise die Menschen gut. Und keinen übersieht er. Bewahrt die Dinge gut und keines übersieht er. Das nenne ich der helle Folgen. Denn der Gute dient dem Unguten als Lehrmeister, der Ungute dem Guten als Lehrling. Wer nicht schätzt seinen Lehrmeister, nicht liebt seinen Lehrling, geht irr, sei er noch so klug. Das nenne ich wesentlich. Eine gute Nacht wünsche ich euch. Bis morgen.